Hey Leute, Techniker hier. Wir schauen uns heute einen Arbeitsspeicher an. Und zwar geht es heute um den Patriot Viper Gaming Arbeitsspeicher. Einer der beliebtesten Arbeitsspeicherregeln, wenn es um aggressiven Look geht in Builds. Und den schauen wir uns heute mal gemeinsam an. In der weißen Variante, in der schwarzen Variante und in der neuen Stil-Variante. Und bleibt dran! Ja, dann schauen wir uns mal den Arbeitsspeicher jetzt wirklich mal genauer an. Ihr kennt den Arbeitsspeicher eigentlich schon. Ich habe ihn schon wirklich in vielen Builds selber von mir verbaut und ich habe ihn euch auch schon zur Schau gestellt. Und es ist immer wieder meine erste Wahl, wenn es um ein Build geht, der wirklich einen aggressiven Look bekommen soll. Und da passt wirklich dieser Viper RGB perfekt rein. Also zum einen diese Viper auf der Seite sieht wirklich sehr cool aus. Die ist auch in einer silbrigen Farbe gehalten. Diese hat auch noch zwei Ausschnitte bei den Augen, sodass das RGB, was man einstellt, durchscheint durch die Augen durch. Das finde ich sehr gut gehalten. Der Schriftzug oben drauf hat auch nochmal so einen aggressiven Look. Und der Arbeitsspeicher auch an sich ist wirklich aus Aluminium. Es ist so ein matter Aluminium, der hier verwendet wird. Das ist der Heatspreader, der eben die, ja, die Chips kühlen soll. Wir haben hier natürlich unterstützt wird das XMP-Profil, das heißt, ihr tut den Arbeitsspeicherregel wirklich nur rein und im BIOS stellt ihr das XMP-Profil ein und zack, habt ihr schon die Taktraten, die von dem Hersteller angegeben werden und natürlich auch die Spannung, die dafür angelegt werden muss. Was mir besonders gefällt an diesem Arbeitsspeicher ist nicht nur der Look, sondern auch die Taktraten, denn der Viper Black, also den ich hier in meinen Händen halte, kommt mit einer Taktrate mit bis zu 4133 MHz, den gibt es auch natürlich auch als 3600er und 3200er Variante. Finde ich sehr gut. Die Timings liegen allerdings hier bei 4133 MHz, bei 19, 19, 19, 19, 43 und bei der 3600 MHz Variante haben wir 15, 15, 15, 36. Hier können sich die Timings wirklich sehen lassen, muss ich sagen. Sowohl in dem Hochfrequenzbereich als auch eben in den niedrigeren 3600 MHz Bereich finde ich wirklich sehr schön. Was mich stört persönlich oder was ich sehr schade finde, ich liebe ja die weiße Variante davon, also sieht wirklich echt hochwertig aus. Weiße Builds sind immer mehr im Kommen. Weißer Arbeitsspeicher darf auf dem Markt nicht fehlen. Und der Viper sieht halt auch in Weiß wirklich elegant und gleichzeitig aggressiv aus. Das gefällt mir wirklich sehr. Allerdings gibt es diesen Arbeitsspeicher nur als 3200 MHz Variante. Das verstehe ich nicht ganz, wieso Patriot Memory hier nicht einfach sagt, okay, wir nehmen die Chips und machen auch eine weiße Variante mit diesen hohen Taktraten, wenn man eben schon weiß, dass es so viele weiße Builds da draußen gibt. Finde ich persönlich wirklich sehr schade, denn hier die 3200 MHz sind auch noch mit 19er Timings versehen, also verstehe ich einfach nicht. Wie gesagt, da wäre es schön, wenn Viper da mal was nachliefern würde, dass hier wirklich auch höhere Taktraten und vor allem auch die besseren Timings eben mit dazukommen. Patriot Viper hat mit dem Viper Steel nochmal einen schwarzen Arbeitsspeicher nachgelegt, der wirklich auch sehr schick aussieht. Allerdings muss ich zugeben, das ist aber meine persönliche Meinung, dass ich den Viper RGB, also den herkömmlichen Rahmen, wirklich schöner finde als den Patriot Viper Steel. Die Gründe sind die, zum einen ist diese Viper, die seitlich aufgedruckt ist, in Gold gehalten bei dem Viper Steel. Das gefällt mir schon mal nicht, weil es dich halt sehr stark limitiert halt in der Farbwahl, sage ich mal, von den PC-Komponenten. Dann ist es so, dass eben es nicht wie beim Viper RGB, dass man durch diese Vipern-Augen eben das RGB durchscheinen sieht. Das ist definitiv ein Faktor, der mir halt wirklich, ja, wo mir der alte einfach besser gefällt. Und auch der Schriftzug bzw. die RGB-Signatur. Also die RGB-Signatur ist wirklich sehr schön gelungen, finde ich, mit diesem Gezackten und so. Allerdings ist da der Schriftzug, also der Viper-Schriftzug in Gold auf dieser milchigen Oberfläche
so klein dargestellt, dass du es eigentlich fast kaum bis gar nicht siehst, zumindest im ausgeschalteten Zustand. Wenn die RAM-Regel leuchten, sieht man es wirklich und es ist sehr fein und sehr schön gemacht. Wie gesagt, natürlich Ansichtssache und Geschmackssache. Ich stehe auf diesen Viper-Schriftzug und finde es schade, dass der eben beim Viper-Stil nicht so schön rüberkommt. Allerdings, wie gesagt, dafür hier die RGB-Signatur hat um einiges zugenommen, sage ich mal. Das ist nicht nur dieser schlichte gerade Streifen, sondern es ist auch noch so leicht gezackt und macht wirklich einen sehr schönen Effekt. Bei den Viper Steel ist es so, dass die Timings bei den 3600 MHz RAM-Regeln bei 1919, 1943 liegen, also hier auch relativ hoch, muss man sagen. Aber ich sag's mal so, es wird immer sehr viel um die Timings gesprochen, aber was die wirklich tatsächlich ausmachen und ob die wirklich fühlbar sind, ob der RAM so und so läuft. Ich sag's mal so, es ist vielleicht nicht die erste Wahl an RAM für einen High-End-Overclocker, vielleicht die Black Series von den Viper RGBs, aber die Viper Steel und die Viper in RGB in Weiß eher nicht so aufgrund den geringen Taktraten und den höheren Timings. Ich habe genügend gequatscht, glaube ich, über diesen RAM. Wir wollen uns jetzt den RAM wirklich genauer mal anschauen. Ich habe ein paar Aufnahmen gemacht von dem weißen, von dem schwarzen, von dem Viper Steel in unterschiedlichen Builds. Und das Ganze schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Lasst mich am Ende des Videos kurz ein Like da, ein Abo da. Das wäre natürlich super nett und eine super hilfreiche Sache für meinen Kanal. Und vor allem kommentiert ruhig dieses Video. Lasst mich wissen, ob ihr selber schon Erfahrung gehabt habt mit Patriot Memory, mit dem Viper RAM oder ähnliches. Oder ob dieser RAM eben komplett neu für euch ist oder ich ihn zum ersten Mal, sage ich mal, für euch vorgestellt habe und ob er euch genauso überzeugt oder ob ihr Schwierigkeiten mit diesen Produkten habt. Falls ihr diesen RAM sucht, ich habe ihn natürlich hier unten in der Beschreibung reingepackt, damit ihr schnell ohne Probleme zu dem Produkt kommt, Preise überprüfen könnt und checken könnt. Und wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Girls with the nails done.